Es ist Gilligans Katze. Ob sie wohl... Komm, zeig um. Sie hört nicht, was offensichtlich da... Nee, wir kommen da nicht rein. Mit dem Napf, das passt auch nicht. So, können wir eventuell den Sender an Doc geben? Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Naja. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Okay. Sehr schön. Wir haben also den Sender repariert. Das hätte ich mindestens genauso gut hinbekommen. Klar. Okay. Jetzt quatschen wir nochmal Doc. Ach, Rufus. Ich arbeite dran. Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Das stimmt definitiv. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Mhm. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Gut. Wenn du das sagst... Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Okay. Quatsch mal nochmal kurz Boso an. Alles klar, Schiffsteuer. Eigentlich ist... Über deine Beförderung. Yeah. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Und da wären wir wieder. Der schwimmende Schwarzmarkt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Keine Lichter, keine Betrunkenen, die in das Hafenbecken plumpsen. Eigentlich müsste hier viel mehr Betrieb sein. Tja... Kein Rufus, keine Party. Oder es hat etwas mit diesen Organon-Schlachtschiffen zu tun, die mir das so nah anzeigt. Ich mochte meine Version. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in... Ich weiß nicht. Ist doch gut. Vielleicht kann... Wobei, das ist die Sitz... Oder brauchst du jemanden... Unterschätzen. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, okay, hatten wir schon zurück. Mal... Hatten wir auch schon mal... So, quatsch mal noch. Nee, Goal anquatschen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Gut, dann gucken wir mal aufs Radar. Nee, Schlachtschiffe sehe ich jetzt leider hier noch keine. Also Nordpol können wir nochmal gehen. Isla Obacht. Also wir müssen jetzt definitiv nach Porta Fisco. Und ich würde einfach mal vorschlagen. Wir quatschen es direkt hier nochmal kurz mit. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Deswegen quatschen wir jetzt mal nochmal kurz mit Goon. Dem alten Sack. Ey, jo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Ja, los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Okay, gut. Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich hab wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erkläre ich dir später. Okay. Nochmal zu Porta Fisco. Was möchtest du wissen? Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Ja, okay. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier.
Könnte das mit der Kanalisation nicht auch eine Anspielung auf Gronks Minecraft-Let's Play sein? Weil da hatte er ja auch so eine Kanalisation gebaut. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, den Konianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Oh. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Ah, okay, gut. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Okay. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Ja? Niemand mag Klugscheiße. Genau. Okay. So, jetzt können wir wahrscheinlich mal den Schuh andrehen. Weil wir könnten ihm auch einen Fisch andrehen. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Ach so. Anfänger. Okay. Also wir können ihm auch den Fisch nicht andrehen. Können wir vielleicht ein bisschen Eis geben? Du siehst hungrig aus. Du hast... Nichts Passendes, nein. Aber ich könnte gerade... Falsch. Wie jetzt falsch? Ja, nee, das bringt wahrscheinlich nichts. Bananen können wir ihm auch nicht andrehen. Schlauch. Nein, das ist nichts für ihn. Es ist noch zu heil. Nicht Penner-Style genug. Ach so. Der Sender vielleicht? Nein, es ist noch zu nicht Penner-Style genug. Ja, okay, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, drehen wir ihm einfach den Schuh an. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau, das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber, das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Ja, lecker. Vielleicht können wir noch mal in ihm quatschen. Yo, Digga. Yo. Du lernst dazu, aber einmal Yo reicht. Du gehörst ja zu keiner Gang oder so. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn auch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich, meine Freundin. Das leuchtet natürlich ein, ja. Okay. Nee. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheiße. Ja, genau. Sehr, ich glaube, da können wir nichts machen. Wir wackeln nochmal auf den Kutter. Wackeln nochmal kurz zum Radar. Wackeln mal kurz auf die Isar-Obacht. Gehen jetzt wieder kurz auf den Kutter. So, hat Boso noch irgendwas? Sehe ich da erste graue Haken? Nein. Alles klar, Schiff. Eigentlich ist... Über deine Erstmal hat... Was ist das hier für eine Insel? Genau. Der Name ist Isla Obacht, aber die Seeleute nennen sie das Höllenloch. Klingt aufregend. Na, das täuscht. Eigentlich ist die Insel nur ein weiterer Haufen Schrott, der aus dem Meer ragt. Okay. Sie ist nur auf der Karte, weil es hier immer Unwetter gibt, die man weiträumig umfahren sollte. Also, beeilt euch besser mit eurem Funkmast. Good. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Havarie. Das ist vielleicht das Letzte, was du brauchst. Das Letzte, was ich brauche, ist rote Beete und Belehrungen. Rote Beete und Belehrungen. Okay.
Also, rote Beete kannst du eine 1.9 in Minecraft kriegen, wenn du willst, Rufus. Aber gut, das stimmt, du willst es ja nicht. Also solltest du niemals auf einer 1.9 spielen, dann kriegst du keine rote Beete auch. Sehr schön. Also gut. Ja. Zurück an die Aber ich bin... Ach. Ja, kennen wir schon. Was ist das? Ach, das ist der kaputte Regenschirm. Zugegeben, es ist Schrott. Aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Gut, dann gehen wir mal zu Isla Obacht. Goal latscht raus. Rufus hinterher. Dann haben wir noch irgendwas, wo man mit dem das Zeug einsetzen kann? Nein. So, welche Goal ist denn das? Sie ist süß. Sie passt zu mir. Können wir die auf die Plattform locken? Hey, Goal! Alles gut bei... Nicht wirklich, ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja... Ich werde immer vom Blitz getroffen. Mhm. Oh nein, du Armer! Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klug wie du bist. Genau. Okay. Was sind das für Tipps? Die Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten soll? Ach, du willst dich doch nur über mich lustig machen. Ihr kennt doch jedes Kind. Ich kenne sie ja auch. Aber ich fühle mich für dich verantwortlich. Darum muss ich sicher gehen, dass du sie auch kennst. Oh, das ist so lieb. Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Mhm. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Also, Wasser, Baum, Regenschirm. Und dann wird man von einem Blitz getroffen, ja? Aber nicht doch! Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Okay. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okay. Gut. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Vielleicht können wir den Schirm geben. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Also wir müssen wahrscheinlich erstmal im Lotto gewinnen und dazu müssen wir nun mal gehen wir erstmal kurz auf den Funkmast hoch. Also wir müssen erstmal im Lotto gewinnen und ja, jetzt wird er vom Blitz getroffen. Ja. Also wir müssen erstmal im Lotto gewinnen und ja, dazu müssen wir in den Gadget Shop kommen. Und dazu müssen wir wahrscheinlich irgendwie bei Janosch reinkommen. Ja. Die Frage, wie machen wir das? Ich glaube, dieses komische Klopfrätsel-Ding da werde ich mir mal anschauen. Och, Gold dreht sich an den Haaren, das ist ja schön. Moment mal, wir gehen jetzt mal kurz wieder zurück. Zum Kutter und dann zum David Cutterfield. Isla Obacht. Nordpol können wir wahrscheinlich nichts machen. Wieder zum Kutter zurück. Ja, wir haben nichts, was wir auf Isla Obacht machen können. Ja, also auf dem am Nordpol. Was, nee, Regenschirm bringt ja wahrscheinlich nichts. Wir fahren einfach nach Portafisco. Können wir mit Go nochmal kurz quatschen? Sie ist süß. Können wir nochmal kurz mit ihr quatschen? Oh Mann, oh Mann. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Naja. Nee, Wahrsager waren wir schon. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Vielleicht ein Lügsager.
Lügsager! Was bringt das jetzt? Hinweis. Wahrscheinlichkeit manipulieren, also Lotto, Regenschirm, Weiden nicht meiden, Füße im Wasser, okay, Blitz, Blitzschlag, bla. Tauchboot kapern, Goal, fertig. So, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal kurz rein zum Seher. Man sollte eben nie zu enge Unterhosen tragen. Zum Glück gibt es Pillen, die... Oh, da kommt er. Okay. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Voll schön! Ich kann gar nicht genug bekommen von unseren Abenteuern. Erzähl mehr! Okay. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Einfach okay. Nur wow! Ich bin müde. Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Okay. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das passiert sonst nie. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Okay, gut. Das ist doch alles Reib. Ja, okay. Die Kugel ist richtig rum. Ja, ist ja gut. Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Ja. Okay, Kugel falsch rum. Lasst uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Oh, schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Moment mal, ich hatte... Hey, Goal! Alles gut. Und so, war also. Man soll. Das ist doch alles. Psst, ich will wissen, wie es weitergeht. Sie scheint diesen Mist wirklich zu glauben. Können wir da irgendwas machen, das manipulieren? Köderfisch? Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Okay, vielleicht der Regenschirm? Ich sehe, du planst, um aber so das Schicksal... Schade, nee. Haben wir noch irgendwas Eis... Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honor... Das Schick... Psst, ich will wissen, wie es weitergeht. Schade. Haben wir sonst irgendwas mal anklicken können? Ja. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nämlich, welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Okay. Ich glaub's dir. Ja gut, vielleicht müssen wir dann mit der Szene noch die Sitzung. So, Das erinnert mich an meinen Grandios... Also wir müssen irgendwie dieses Rätsel hier lösen, aber ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Muss ich mich mal wohl oder übel mal mit beschäftigen. Das werde ich mir bei nächster Gelegenheit machen. Also gut, ich habe ja keine Ahnung, wie viele Folgen im Voraus schon aufgenommen.
Also es sind auf jeden Fall definitiv genug Folgen, die ich jetzt produziert habe. Ich weiß nicht genau, wann ich die überhaupt alle rausbringen soll. Ich würde aber auf jeden Fall mal sagen, es ist auch 23.36 Uhr. Es ist jetzt langsam Zeit, diese Aufnahme wieder zu beenden, auch wenn es gerade mal eine Stunde 21 her ist, dass ich angefangen habe. Aber egal, wir fangen jetzt, speichern jetzt mal. Und dann gehen wir wieder ins Hauptmenü. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüssikowski.